Hallo Leute, herzlich willkommen auf Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde King of Real Tale. Und ich würde sagen, wir legen direkt los nach dem Intro. Und zwar, Leute, habe ich mir gedacht, komm, ich bring mal wieder eine Folge davon raus. Ich glaube, die letzte Folge war ja vor 2 Wochen. Weil ich ja gesagt habe, das war die letzte Folge. Ne? Es kommt auch nach diesem Video wahrscheinlich keine Folge mehr von diesem Spiel. Ich habe immer so kurz gedacht, so komm, wir werden heute nochmal so einen Tag verbringen in diesem Spiel. Es hat mehrere Gründe, warum dieses Spiel übrigens nicht mehr kommt. Genau. Wir haben ja auch drei ganze Menschen, die hier dran arbeiten. Und wir haben auch 1015 Dollar. Warum so viel? Ich sagen, wir bestellen ja erstmal alles nach. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Nicht genug Geld. Ticket bestellen. So, jetzt habe ich nur noch 14 Dollar. Nice. Ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los mit dem Tag. Gar nicht so lange schnacken, einfach los hier. Na, guck mal, ich habe keine Zinsen gekriegt, weil ich wahrscheinlich zu wenig Geld drauf hatte oder so. Ich weiß es nicht. So, wir gehen hier mal rein. So. Ey, hier rein jetzt. Mann. Auspacken. Ticket hinzufügen geht nicht. Okay, so. Weil ich check nicht, warum der mir an. Was habe ich denn noch in meinem Lager drin, Junge? Ah, da kommt meine Mitarbeiter. Wow, ich habe jetzt drei Sachen rausgekriegt hier. Schuhmacher. Wie teuer ist denn hier so ein Lagerdings? 130. Okay. Boah, was machst du hier? Der ist einfach hier drin. Nice. Ich weiß, dass mein Lager voll ist. Hi, spare 2 seconds. So. Warte mal, kann ich hier? Nee, kann ich nicht, okay. Na du, Janis? Wo ist denn jetzt hier der. Wo ist denn jetzt die eine? Hier sind nur zwei Mitarbeiter. Ach, der ist ja hier drin. Blöd, Alter. Moin, Kollege. Okay, wir kaufen mal hier kurz eine Lagereinheit und dann hier 130. Oder warte mal, wie teuer ist denn? Wie teuer ist denn? Ah, 650, okay. So. Jetzt müsste es doch eigentlich recht viel wieder rauskriegen hier. Mal sehen. Ich glaube, jetzt müsste auch gleich Stopp sein. Ja, jetzt. Jetzt ist Stopp, okay. Bitte nicht so schnell, danke. So. So. Zack. Okay. Ah, die sind wahrscheinlich alle hier nicht drin. Hallo, ich will das hier nicht mehr andingsen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier kurz einen Cut, weil ich meine Fische füttern muss. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. So, wir packen hier das auch mal kurz hin aus. So.
Moin, ihr Kollegen. Thanks. Sir, mach Pause, ja. Kann Hank. er doch auch. Hey, got a second? Nee, ich helfe euch nicht. Ich bin nicht dafür beauftragt. Ah, schwarze haben wir nicht mehr, okay. So. Okay, jetzt ist erstmal alles hier voll. Hey. Janis macht eine Pause, ja. Thanks. Bitte. Na, wir sind jetzt hier einfach mal kurz an der Kasse. Bis Janis hier wieder nicht frei hat. Hi, spare 2 seconds. So, der Janis kommt schon wieder. Hey, hey. Thanks. Hey, can you help me? Ich glaube, wir brauchen so langsam mehr Leute von den Dingern hier. Hi, spare 2 seconds. Thanks. Okay, so, wir haben jetzt 1366. Ich würde sagen, wir packen hier nochmal einmal so eine Dings hin. So. Und dann auch nochmal eine davon. Danach müssen wir sowieso das Lager, glaube ich, vergrößern. Oder wir könnten hier... Warte, ich teste das mal kurz. Könnte man hier auch was hin platzieren? Ja, aber das reicht nicht. Ja, okay. Gut. Achso, wir können das ja hier mal kurz alles mal auspacken. So. Okay, so zack. Thanks. Ah, hier auch. Nee, hier geht nichts, okay. Mann, lass mich doch mal hier durch. So. Die Hosen sind ja auch schon wieder fast alle weg, ey. Wir spulen jetzt hier mal vor den Tag. Dem jetzt hier so alles funktioniert. Ich glaube, so langsam ist auch unser Lager leer, kann das sein? Nee, ist eigentlich noch recht viel drin. Ja, alles wieder nachfüllen. Hey, a little help. Ja, hier gibt's nichts mehr. Hier auch nicht. Thanks. Ja, hier auch nicht mehr. Boah, wir haben fast 2,5, ey. Die Schuhe sind auch fast alle weg hier. Okay. So, der Laden hat auch gleich hier zu. Ich weiß gar nicht, wann unser Laden zumacht. Um 20 Uhr, glaube ich, ne? Glaube tatsächlich schon. Hey, got a second? Ja, der wartet zu lange, okay. Ah, jetzt Feierabend, okay. So. Perfekt. Tschüss, ihr Menschen. Na, ah, nee, das macht ja sie. Okay. Dann beenden wir ja auch mal den Tag. Zack. Okay, wir haben 1,9 jetzt noch raus. Ist eigentlich auch ganz viel, ne? Aber wir haben schon relativ viele Ausgaben tatsächlich. Aber passt.
So, wir bestellen natürlich jetzt hier erstmal alles wieder nach. Das sind ungefähr 1400, Alter. Bestellen. So, jetzt haben wir noch 518 übrig. Können wir ja mal hier kurz gucken. Boah, selbst das kostet hier schon so fast 3000 nur. Okay. Wir können auch mal hier kurz gucken, ob wir hier noch so irgendwas hier an Leuten hier finden. Verkaufsleiter, ein Berater für eine Sicherheit für 4 Jahre. Na, Sicherheit. Warum denn alle hier Sicherheit? Warte, wir können ja mal ihn zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Okay, es ist eine Sie. Verkäufe brauche ich nämlich. Und sie ist da relativ gut drin in Verkäufe. Okay. Okay. Alles klar, sie ist eingestellt. So. Du bist dann nämlich auch einmal Verkäufer. So, dann einmal Pause um 11 Uhr. Wobei, ich sag mal so, 14 Uhr. So. Nee, nicht freimachen. Was ist denn hier lila eigentlich nochmal? Ach, Werbetreibender. Okay, Leute, ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sambo. Ciao.